Senteria Access, Haiva Setur TV. Was geht, meine lieben Leute? Willkommen zu einer weiteren Runde GTA Titans Weiß. Oh, Senteriax. Mission erfüllt und da war's und Respect, Bitch. Dankeschön, Dankeschön. So, Senteriax ist dabei, Stadtjäger ist dabei, LP-Fan ist dabei. Pablo de Baron hat zu mir erstmal gechattet. Guten Abend zusammen, wünsche jeden einzelnen einen entspannten Abend. Viel Spaß beim Stream. Dankeschön, Dankeschön. Ein Hoch auf Pablo. G-Kamski, was geht? Gamer, was geht, was geht? Björ, Björ. Schon 42 Monate schon sind hier. Krass. Echt krank. Echt richtig krank. So. Ich habe ein bisschen Geld zusammengesammelt, um die anderen Sachen zu kaufen. Und ja. Wir versuchen jetzt wieder mal die Filmmission und die Telefonmission zu machen. Wenn das immer noch nicht klappen wird, dann muss ich weiter hier Pickups und so aufsammeln und Rampage-Missionen machen. Naja, wir probieren es mal aus. Wenn es nicht klappt, dann demnächst. Der Waffenschieber. Hm, das sieht auf jeden Fall schon mal nicht so gut aus. Kirby is a pink guy. One, two, a hot man, because Kirby is very cute. Kirby inhales his enemies and make it later. Kirby is so happy, this is something he can, because he's such a pain in the ass. Kirby inhales his... Yo, SJ, what are you doing driving like that? Okay. Dann hat sich das schon mal erstmal erledigt. Ich habe keine Ahnung, wie viele ich von diesen Dingern noch einsammeln muss, dass das endlich mal funktioniert. Dann hat sich das erledigt. Dann fahren wir jetzt mal andere Missionen machen, ja? Perfekter Start, ehrlich. Yo, KitKat, was geht? One, two, a hot mail. Kirby is a pink guy. One, two, a hot mail, because Kirby is very cute. One, two, a hot mail. Kirby is a pink guy. One, two, a hot mail, because Kirby is very cute. Kirby inhales his enemies and make it later. Kirby is so happy, this is something he can, because he's such a pig in God. Kirby inhales his enemies and make it later. Kirby is so happy, this is something he can, because he's such a pig in God. He comes Kirby to meet and to project, because he's the techie. Was eine Scheiße, Alter. Wäre sehr ungewöhnlich. Oh ja, war gerade noch bei einem anderen Sim, wo das Song Battle war und weil Zuschauer entscheiden konnte, wer weiterkommt. Und Pippi Langstrumpf hat gegen He-Man gewonnen. What? Okay. Pippi Langstrumpf hat gegen He-Man gewonnen. Stabil. Wild. Richtig wild. 60.000. Let's fucking go. Ein Basisstream muss immer mit einem Crash beginnen, sonst ist es kein echter Basisstream, ehrlich. Sonst ist das nicht echt. Dann wird die Telefonmission wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Action. Whoa! Now that's big. 12 inches. Oh! Leute, 30 cm ist Fortschritt. 30 cm ist Fortschritt. Hab 32. Alter. Nee, tut mir leid, wir nehmen nur Leute an, die 30 haben. Alles, was darüber hinausgeht, wird abgelehnt. Ja, wohin fahre ich denn? Ja, wohin fahre ich denn? Kann ich hier durchfahren? Ja.
Ich habe leider nur 7. Komm schon. You can do that. Komm nicht. So, ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommen wird. Yo, Candy, I'm looking for movie talent. You interested? Sure. But you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this, asshole? Oh mein Gott, die haben mich gekillt. Well, that was fast. Holy shit, Ehrenjanik, was geht? Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie mich so schnell killen. 30 cm, Leute. So. One more try. Mal gucken, ob wir es heute schaffen, GTA Vice City durchzuspielen, ja? Ey, stop being a fucking... Digga, Alter, Leute, gib mir doch einfach ein scheiß Auto. Junge. Gib mir doch einfach ein Auto, Alter. So, wo ist unser Lieblingsradiosender? Perfekt. Geben, nicht klauen. Ja, ich habe mir den Wagen nur ausgeliehen. Das sind nicht 20 cm. Nie im Leben, kleiner Peter. Ah ja. Lass mich raten, Sunny Freddy hat Minigun. Safe. Safe, der wird eine Minigun haben. Wenn er keine Minigun haben wird, enttäuscht. Aber sowas von enttäuscht. Candy, I'm looking for movie talent. You interested? Sure. But you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this, asshole? You want to get out! This was a 10, 7, 8, thumb down. This was a 10, 17, 8, thumb down. Alter, was hält der denn aus? Niemals. Ach komm. Oh mein Gott. Das geht ja gut los. Jesus. Her mit dem Motorrad. Ja, mach noch langsamer. Warum bleibt er stehen? Ich habe vergessen, dass er seine Leute da rausholt dann. Alter! Oh mein fucking Gott! Okay. Haben die das Auto unzerstörbar gemacht? Du kannst das Auto einfach gar nicht zerstören. I hate this. I hate this, stupid fuck. Hello, motherfucker.
Oh mein fucking Gott, die scheiß Polizei, Alter. So, bleib doch stehen, Alter. Meine Fresse, Alter. Alter, chill doch. Ne, die Polizei wurde eindeutig verändert hier, Alter. Es kann doch nicht sein, dass die so fucking. Oh mein fucking. Mach noch langsamer. Ich hasse das. Das ist das Einzige, was ich an Vice City hasse. Dass die Cops diese Scheiße dort machen. Oh mein fucking. Oh mein fucking. Alter. Ich hasse das. So, stopp. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Ach ja. Ich muss ja noch Mercedes abholen. Mercedes. Okay, fuck it. Paint spray it is. Bei 4 Stellen mache ich jetzt die Kacke nicht. Und vor allem der nächste Paint Spray ist erst am Arsch der Heide. Mich werden die niemals erkennen, wenn ich mein Motorrad in eine andere Farbe lackiert habe. Ich werde ihn niemals erkennen. So, stop, stop, I need that. Stop. I like Mercedes, but I don't like Mercedes. Von welchen Mercedes redest du denn? Magst du die Frau Mercedes oder Auto Mercedes? Because I like Mercedes too, but I don't like Mercedes. There's nothing my money can't buy. Hey Mercedes. Hey Tommy. Mercedes. Want a party? Not now, sweets. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in. If it's cheap and sleazy. The fuck is going on? Oh mein Gott, ich hätte so ein Rage Quit gehabt, ne? Wenn die jetzt einfach Mercedes überfahren hätten. Ich wäre so geragequittet. Aber sowas von. So, wo ist meine Lieblingsmusik? Nein. Nein. Damn this. Ups. Hey Tommy, you coming in for a warm up? Maybe later, babe. Whoa, cool shark. Wow, cool shark.
Let me speichern this shit. So. Let's go. Let's go. Der Dildo Jet. Ich frag mich, was die hier bei der Mission anders gemacht haben. Ah, weniger Tank. So, so. Hey, warte, sind das andere Flugrouten? Warte, haben die Flugsteuerung verändert? Oh shit! Mission erfüllt und darf hast du Respekt! Dankeschön, Dankeschön! Viel Spaß noch bis zum nächsten Mal, alles klar, KitKat, schön, dass du wenigstens kurz dabei warst, bis zum nächsten Mal, ja? Bis zum nächsten Mal! Gibt es hier Progress? Auf jeden Fall, Leon! Hier gibt es auf jeden Fall Progress! Haben die Checkpoints? Lol, tatsächlich. Die haben die Checkpoints anders gemacht. Krank. Das ist krank. Lol, tatsächlich. Die Checkpoints sind ja komplett anders. Interesting. Oha, wo ist denn das Ziel? Das bringt mich so komplett aus dem Konzept, dass das jetzt woanders ist. Hä? Wo ist das? No fucking way. Hast du auch diesen Bug, dass manche Speicherpunkte nicht mehr hast? Ja, habe ich. Tatsächlich. Hä, was? Wo ist das denn? Hä? Bin ich blöd? Ich habe den Checkpoint gar nicht gesehen. Wo ist er denn? Der wird nicht angezeigt. Was ist das denn für ein Scam? Doch, da ist er. Hä? Wie habe ich den gerade übersehen? Okay, ich muss das eben neu starten. Ich habe den nicht gesehen. Der war doch gerade nicht da. Oder bilde ich mir das nur ein? Ich habe auch gar nicht damit gerechnet, dass die Checkpoints anders platziert sind. Okay. Dann weiß ich Bescheid, ja? Let's go. Also erstmal einen anderen Radiosender. Let's go. Bei der einer Kubaner-Mission, bei der man Koffer in der kleinen mittleren Insel einsammeln muss, taucht einer nicht auf. Nee, das habe ich. Hey, wo ist der fucking... Der war unsichtbar. Die Kubaner-Mission habe ich schon alle durch. Oh, ich kurz aus dem Konzept gebracht hier. Ah, ich habe gerade gesehen, welche Reihenfolge ich die Checkpoints machen muss. Ich habe gedacht, ich muss mit dem Checkpoint zuerst anfangen, aber ich muss mit dem einen anfangen, wo ich angefangen hatte am Anfang. Mein Gott, Alter. Am Anfang, Anfang, hier, Anfang, Anfang, hier, Anfang. Werd vergessen, den Scheiß hier voll zu tanken, ja?
Komm, flieg, du Stück Kacke. Bei Justice ist es, dass man versteckte Päckchen sammeln muss, weil der Speicher voll ist und bestimmte Icons nicht geladen werden können. Weil die Mod zu viel hinzugefügt. Das klingt logisch, aber teils auch untreu, ja. Das haben wir auch beim letzten Stream herausgefunden. Der liebe Synterix hat nämlich gepostet bei irgendeinem Community-Thread, dass man Päckchen und so einsammeln muss wegen dem Speicher oder so. Weil ich kann jetzt zum Beispiel keine Telefonmission machen und auch keine Filmmission. Und das scheiße. Hey, welcher fucking Reihenfolge muss ich denn die Dinger machen, Alter? Alter, wo ist das denn? Oh Scheiße, Alter. Wie soll ich das mit so einem Tankinhalt machen? Ich habe ja fast nichts im Tank. Alter, wo ist der scheiß Checkpoint? Oh mein fucking... Alter. Was ist das für ein Bullshit? Man muss erstmal herausfinden, in welcher Reihenfolge man die scheiß Checkpoints machen muss. Und vom Anfang Checkpoints sieht man nicht. Doch jetzt, hä? Das ist aber ein ganz schön knappes Ding hier, Alter. So, zu welchem Checkpoint zuerst? Zu dem würde ich mal sagen, wa? Da ist es. Bitte lass mich dorthin fliegen, wo das andere ist. Ja, okay. Digga, was läuft denn da für eine Scheiße, Alter? Sind wir jetzt hier bei 007 gelandet? Das ist aber ganz schön knapp mit dem Tankinhalt. Komm schon. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Nice. EZ, guys. EZ. Ja, das war doch nicht schlecht, ja. Das war ich, damit ich dein Leben schwerer machen kann. Ah ja, hier hatten wir nichts. So läuft das also.
So, ja. Kommt jetzt die Mission, wo ich mit dem Hubschrauber folgen muss. I can't swallow that. Okay. Kennst du Putin persönlich? Nein. Sag mir jetzt nicht, ich muss die jetzt mit dem Flugzeug verfolgen. No fucking way. Ich muss die ehrlich mit dem scheiß Flugzeug verfolgen. Oh mein Gott. Okay, das ist echt anstrengend. Uff. Das wird anstrengend. Vor allem, ich darf nicht zu weit weg sein davon. Ja. Oh mein Fuck. Kann ich die einfach nicht die mit dem Auto verfolgen? Muss ich die jetzt ehrlich mit einem fucking Flugzeug verfolgen? No way. Ich fahre mit dem scheiß LKW hinterher. Verfolgt die jetzt einfach mit dem LKW. Anscheinend brauche ich das Flugzeug gar nicht. Als ob ich die mit dem Flugzeug verfolge. Wie sehe ich denn aus? Das ist richtig assi, Alter. Das ist richtig assi. Das ist kein LKW, das ist LKW. Oha, wie schnell ist er? Der ist schnell unterwegs, ja? Und er ist voll dagegen gecrashed. Alter, der ist ja richtig kamikaze-mäßig unterwegs hier. Mach Platz. Guck mal, da ist Martha. Hey. Whatever you say. Du brauchst drei gute kompromittierende Fotos. Alles klar. Das WK Cherit Hotel gegenüber seinem Balkon dürfte eine ideale Position zu. Warte, wer schießt da? Okay, das ist neu. Ah ja.
south, Mike Point. Initiate them, 7 south, Mike Point. Digga, was schießt denn hier? Eins, zwei, drei. Martha, someone's watching. How kinky. You, give me that camera. Alter, von wo schießen die denn? Oh, Leon. Mission erfüllt und da passt du Respekt. Bitch, dankeschön, dankeschön für das Saboramon. Oh. Okay, die machen Schaden. Ach komm. Und tschüss. 5 Sterne, Alter. Sheesh. Oh nein. Okay, ich brauche ein Fahrzeug. As soon as possible. ASAP. I'll take that. Oh mein fucking Gott. Fahr, 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 fahr. Boah, wenn der mich jetzt verhaftet hätte. No! No! Oh mein Gott, bitte, lasst mich durch. Oh mein fucking Gott. Alter, warum sind die so... Oh, danke schön. Warum stehst du direkt vor mir? Ganz vorsichtig. Cops be like, hey, wo ist er hin? Das stimmt. Wieso, hä? Wo ist er hin? Ist das Fahrzeug dort? Nee, safe nicht. Nein. Auf gar keinen Fall ist er das. Fuck. Nein! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Just Legends. Ey Leute, mit dem Code Basetour spart euch 15% auf jede Bestellung bei Just Legends. Alles weitere findet ihr in der Beschreibung. Immer schön Just Legends trinken, ja? Ich habe jetzt gerade tatsächlich eine kleine Just Legends Pause, weil ich viel zu viel davon trinke. Heiße Lightshow. I'm sorry, but I just can't swallow this right now. Oh, come on, darling. He's hung like a sperm whale for... Begib dich nach Downtown. Oh nein. Ich soll ehrlich bei so einem Scheißwetter... Nein. Ich soll ehrlich bei so einem Scheißwetter mit dem Motorrad das machen. Also klar mit dem Motorrad, aber bei dem Scheiß hier... Sorry, I can't just fucking swallow that. Oh mein Gott, ich komme ja kaum die Treppe hoch.
Peter, Kirby is so happy. Something he can't because he's such a baby. Kirby nailed his enemies and make it later. Kirby is so happy. Something he can't because he's such a baby. Werd hier gefurzt. Alles war, alles war akzeptabel, bis zum Zeichen geschrieben hat, dass es inakzeptabel ist. Ah ja. Ach komm, das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst. Sorry, but I just can't swallow. Just Legends Benedict Partnerschaft, wenn du nicht mindestens einmal am Tag denkst, yo, Alter. Das ist mir auch das gleiche, als wenn ich zu Leuten sage, so, ey, ihr müsst jeden Tag Kaffee trinken, ey, ihr müsst jeden Tag Energy trinken, ey, ihr müsst jeden Tag koksen. Ihr müsst jeden Tag ein bisschen kiffen. Ihr müsst jeden Tag Heroin nehmen. Wer kontrolliert das eigentlich? Wer was, wie, wo, hä? Was kontrollieren? Das ist so eine Scheiße bei so einem Scheißwetter, Alter. Kann ich nicht einfach mit dem fucking Helikopter fliegen? Wer kontrolliert das eigentlich, dass du Just Legends Werbung machst? Die sagen mir, ich soll ein Video machen. Ich mache ein Video, die kontrollieren das und dann ja. Das war's. Mehr machen die nicht. Alter, okay, das ist Bullshit. Oh mein Gott, der ist sogar da gelandet. Okay, das ist Bullshit. Bei dem Scheißwetter mit dem Motorrad diese fucking Stunts machen. Vier Sterne? Why? Habe ich nicht schon genug gelitten? Ich kann bei der Scheiße nicht bremsen. Das ist so ein Problem. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Okay, fuck it. Oh, scheiße. Warte mal, ich habe nur bis 7 Uhr Zeit, das zu machen. Fuck. Ja. Ich habe bis 7 Uhr Zeit, die Scheiße hier zu machen. Ja, und dann mit einem Motorrad, was schon fast am Abkratzen ist. Und ich komme die Treppen nicht hoch. Willst du mich komplett verarschen? Oh mein Gott, ich komme wirklich die Treppen nicht hoch.
Was ist das denn? Was ist das für ein Bullshit? Wie zum Fick soll ich das bis 7 Uhr machen? Vor allem, ich kann nicht bremsen! Das ist so lächerlich. Okay, das ist jetzt echt lächerlich. Ich muss bei dem Scheißwetter plus 4 Sterne plus ich habe nur bis 7 Uhr Zeit. Das ist echt beschissen. Also das ist echt scheiße. Ich kann ja nicht richtig bremsen mit der Scheiße hier, weil das slidet die ganze Zeit. Meine Fresse, Alter. Oh mein Gott. Ich hab die Idee. So. Mal gucken, ob es immer noch da ist. Ach so. Okay, das haben die schlau gemacht. Ich kann mit dem fucking Heli da nicht landen. Hä? Nein. Ich muss das wirklich mit dem Motorrad machen. Guck mal. Ich zeig euch mal was. Es hätte so simpel sein können. Seht ihr? Seht ihr? So einfach hätte es sein können. Na toll. Ganz große Klasse. Du kannst einfach nicht die Mod austricksen. Ich habe nur 4 Minuten Zeit, das zu machen. Bei dem scheiß Wetter. Also, ich muss ehrlich sagen, das hier ist die beschissenste Mission von allen. Also das hier ist offiziell die beschissenste Mission. Bis jetzt. Alter, man kann nicht richtig bremsen. Das ist so ein Bullshit. Und vor allem, ich muss mich beeilen. Das kommt auch noch dazu.
Und jeden Sprung muss ich timen. Wie viel ich wo was mache. Fick nicht den Ficker. Ist das Gitter, London? Alter, das ist doch so eine Scheiße, ey. Was geht, mein Löwe, mein Bär? Was geht, was geht? Oh. Yep. Ich glaube, das ist jetzt die Mission. Ich glaube, das ist die Mission, wo ich jetzt offiziell sagen werde, ich werde lange dran sitzen. Alle anderen Missionen, easy. Alter, der driftet. Junge, hör auf. What a triumph is that? Here comes Kirby to meet and to project because he's attacked by King Dedede. Meet and up swings is one of King Dedede defeat. What a triumph is that? One, two, a hot meal. Kirby is a paying guy. One, two, a hot meal because Kirby is very cute. One, two, a hot meal. Kirby is a paying guy. One, two, a hot meal because Kirby is very cute. Kirby inherits his enemies and make it later. Kirby is so happy with something he can because he's such a big. Ich werde mit euch die Frau am Furzen hier. Here comes Kirby to meet and to project because he's attacked by King Dedede. Meet and up swings is one of King Dedede defeat. What a triumph is that? Here comes Kirby to meet and to project because he's attacked by. Oh, so eine Scheiße, Alter. What of King Dedede defeat? What a triumph is that? One, two, a hot meal. Kirby is epic. So eine Scheiße, Alter. Because Kirby is very cute. One, two, a hot meal. Kirby is a paying guy. One, two, a hot meal. Because Kirby is very cute. Mein Gott, fall doch nicht jedes Mal vom verfickten Motorrad runter, Alter. And make it later. Kirby is so happy with something he can. Because he's such a paying guy. Alter, hör auf zu sliden, ey. Das ist so zum Kotzen. Here comes Kirby to meet and to project because he's attacked by King Dedede. Meet and up swings is one of King Dedede defeat. What a triumph is that? One, two, a hot meal. Kirby is a paying guy. One, two, a hot meal. A hot meal, Kirby is a paying guy. One, two, a hot meal, because Kirby is very cute. Ey, das ist so eine Scheiße, Alter. So eine perfekte Scheiße, Alter. Das ist so dumm. Kirby is so happy, this is something he can't be, because he's such a big guy.
Kirby and at his enemies. Wenn ich rückwärts gehe, dann wird es lange dauern, bis ich oben bin. Die hätten wenigstens diesen scheiß Schnee weglassen können. Kannst du das mit dem Heli machen? Ich hab's schon versucht. Ich hab das schon mit dem Heli versucht. Ich wollte den Entwickler austricksen, aber es hat nicht geklappt. Wenn er nicht jedes Mal vom verfickten Rohr runterfahren würde, ne? Ich werde den ganzen Stream sitzen, bis ich damit fertig bin, Alter. Also ich werde auf jeden Fall safe nicht mehr GTA Vice City, GTA Titan Vice heute beenden. Nicht mit so einer Mission. Stopp, 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 stopp! Oh. Oh, ja, flieg weg, Alter. Ja, meine Fresse, Alter. Ach so, ist schon am Dampfen. Alter, hör auf. I'm sorry, but I just can't. Sorry, I can't. Die Mission ist aber auch ein Pain in the Ass, aber richtig hart. Also, normal kann ich die Mission machen, das ist ja kein Problem. Aber bei dem nur vier Minuten. Ich muss diese Kacke in 4 Minuten machen. Plus, es schneit. Es ist scheiße glatt. Ich kann nicht richtig bremsen. Das Motorrad geht sehr schnell in den Arsch. Und ich habe noch 4 Sterne. Also Arbeit tätig. Ehemann, Vater, gebrochen vom Rosa Kreisen. Bin mal gespannt, wie der Elden Ring DLC sein wird. Bin auf jeden Fall sehr hyped. Also sobald ich mit dem Motorrad einmal auf den Boden falle, RIP, kann ich direkt neu starten. Komm, das ist jetzt der Run. Ich spüre es. Das ist jetzt der Run.
Fahr doch. Das ist nicht der Run. Stopp, 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 stopp! Ach, meine Fresse, Alter. Oh, ich habe, glaube ich, jetzt den Dreh raus, dass er nicht mehr mit dem Motorrad auf die Schnauze fliegt. Ach ja, natürlich ist es jetzt schon am Qualmen. Oh, das ist der Trick. Oh mein Gott. Das ist der Trick, Guys. Das könnte doch der Run sein, Leute. Nein! Oh mein Gott, war das sick! Nein! 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 Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst! Nein! Boah, das war gerade so sick mit dem Trick. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie sick das war? Wisst ihr, was mich jetzt gerade am meisten triggert? Nicht, dass ich es nicht geschafft habe, sondern am meisten triggert mich das jetzt, dass dieses scheiß Motorrad da stecken geblieben ist. Alter, das ist das, was mich jetzt gerade am meisten triggert. Dass die Scheiße jetzt gerade stuck war. Das scheiß Motorrad war gerade stuck. Ich konnte es nicht mehr wegbewegen. Es ging nicht. Du warst Godzilla und King Kong zugleich, Alter. Danke. Heiße Like schon heißt. Oh, Englisch Dark Souls. Das war ein sicker Trick, Alter. Wenn das scheiß Motorrad nicht stuck gewesen wäre, hätte ich es geschafft. Und ich call jetzt schon rein. Alle weiteren Versuche, die ich jetzt mache, Bullshit. Schaffe ich nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Das war das Beste, was ich hinbekommen habe. Noch besser wird's nicht. Ach, super.
Also wenn ich diese Mission schaffe, dann ist die Mission auf normaler Schwierigkeit easy. Ach, natürlich. Natürlich. Ja, 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 ja. Okay. Und vor allem jetzt schon am Qualmen. Nein! Ja! Nein, warte, das. Nein, bitte sag jetzt nicht, dass das Motorrad runtergefallen ist. Oh, Jesus. Nein! Nein! Oh! Nein, schon wieder eine Scheißtreppe. Nein! Nicht kurz vor knapp! Nicht kurz vor knapp! Nein! Ich schaffe es nicht mehr. Diese scheiß Treppen killen mich. Also, die Mission kannst du schaffen, wenn du nicht einmal vom Motorrad fällst. Und das ist schwierig, nicht runterzufallen. Oh mein Gott, hör auf, so beschissen zu sliden, Alter. Wenn es so weitergeht, dann ändere ich gleich das Wetter. Ganz ehrlich, dieses Sliden, das fuckt übertrieben ab. Spiel es wie ein Mann. Nein, du musst das anders sagen, Toni. Du musst das mit anderen Worten sagen. You need to play this with like a man with big cojones. With big, big, very big cojones. Random Inferno, was geht? Komm einfach alte 4 und 3 in den Konker. Nein. You moron! What are you thinking? What were you thinking? Stopp, 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 stopp! Time to suck a dick, Carl. Stopp, stopp, stopp! Und natürlich fällst du dahin. Bei der exakt gleichen Stelle immer und immer wieder. Stopp, 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 stopp!
So eine verfickte Scheiße, aber Alter. Ich komm die Scheißtreppe nicht hoch. Es ist doch so zum Kotzen mit den Scheißtreppen, Alter. Diese verfickten Treppen, Alter. Junge. Oh mein Gott. Das war sick. Bin ich gerade vom Motorrad runtergefallen? Das ist offiziell die beschissenste Mission von ganz GTA Titan Weiß. Alter, hör auf zu sliden. Ich kann das nicht mehr sehen, Alter. Dieses beschissene Sliding, Alter. Alter, hör auf, bitte. Fahr doch. Bei mir kann man gleich wirklich einen Spiegel auf den Kopf braten. Ja, was geht, Max Destroyer, was geht? Und ich dachte, ich werd heute mit GTA Titan Weiß fertig. Am Arsch. Lieber etwas mehr Anschwung, komm knapp am Ziel an, anstatt zu wenig zu nehmen. Das Ding ist, du kannst das schlecht abschätzen. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon den Trick rausgefunden, wie ich vom Motorrad nicht so schnell runterkippe. Ach, jedes Mal das gleiche. Nein, man kriegt das nicht hin, hier ordentlich. Also vielleicht mit dem richtigen Anschwung, ne? Aber du kannst das schlecht einschätzen, wie viel Anschwung du brauchst. Weil wenn du zu wenig Schwung nimmst, bist du am Arsch. Wenn du zu viel Anschwung nimmst, bist du auch am Arsch. Das heißt, du nimmst dann, du nimmst dann im Endeffekt mehr Anschwung, damit du halt, wenigstens rüberkommst. Nein, er hat den Checkpoint nicht genommen. Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst.
Das war so ein God-Move gerade. Das war so ein sicker God-Move. Und er nimmt das scheiß Checkpoint nicht. I'm sorry. Was ist das für ein Bullshit? Jetzt mal ganz ehrlich. Der hätte... Ich verstehe es nicht. Warum hat er den scheiß Checkpoint nicht genommen? Hör auf. Dieses Sliden, Alter. Deswegen sollte man im Winter auch niemals mit dem Motorrad fahren. Akklimatisieren, akklimatisieren, akklimatisieren. Komm, fahr doch bitte. Nein, nein! Hör auf nach... Oh mein Gott, warum... Warum slidest du nach rechts, so dummes Stück Dreck, Alter? Hör auf! Hör auf! Oh mein Gott, das... Alles klar, Irene, Janik. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal, ne? Oh, das ist eine gute Musik. Die beruhigt mich. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Alter, du packst das. Position nicht bei jedem Sprung... Das Ding ist, ich muss mich beeilen. Ich habe keine Zeit, um mich vorzubereiten. Oh mein Gott. Ey, dieses beschissene Sliden, Alter. Es kotzt mich so dermaßen an. Ich habe keine Zeit, um mich zu positionieren, loszupacken. Ich muss das in einem Zug durchmachen. Im normalen Vice City ist es ja easy, du hast da genug Zeit und sowas halt. Aber hier hast du keine Zeit, du hast nur 4 Minuten für die Scheiße. Beziehungsweise sobald du hier oben bist, hast du nur 3 Minuten. Nein, nein, ich gucke ja schon hier Dings auf die Uhrzeit von GTA Vice City, da hab ich ja schon Überblick. Na, jetzt habe ich nur noch 3 Minuten. Die Scheiße. Komm, bitte, fahr doch. Und schon wieder gefallen. Entweder knall ich dagegen oder dagegen.
Und jetzt habe ich wenig Schwung genommen, tatsächlich. Stopp, stopp, stopp! Nein, nein, nein! Boah, diese gottverfickte Treppe, Alter. Diese gottverfickte Scheißtreppe, Alter. Oh mein Gott. Stopp, stopp, stopp. Oh! Was ein Troll! Oh mein Gott. Ich hab's geschafft, Alter. Blöd, endlich hast du es geschafft. Boah, das war eine Geburt, Alter. Warum sehe ich jetzt eigentlich aus wie Claude? Wie Claude D. Oh, ich habe immer noch 4 Sterne. Her damit. Oh mein Gott. Alter! Ach, der Speicherpunkt ist weg. Toll. Ich bin Topic Bad PCG nur ohne Fahrerskill. Ja. Das ist halt das Geile an San Andreas. Du kannst die Motorradschule machen. Und dann hast du weniger eine Chance, vom Bike runterzufahren. Die werden mich niemals erkennen. Boah, das war aber eine Geburt, diese Mission, ey. Das war schlimm. Die Frage ist, kommt jetzt schon der Anruf? Warte, ist es schon soweit? Nee. Oder? Doch. Es ist ehrlich schon soweit. Oh,
Tommy. Well, ich wollte nur das hier kurz kaufen. Okay, wir gehen. Okay, scheiß drauf. Okay, Leute, es ist Zeit. It's time. Letzte Mission, wir kommen. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch, GTA Titanverse jetzt zu beenden. Yo, natürlich sind die mit so einem Fahrzeug unterwegs. Und natürlich ist es am Schneiden. Vorkam, was geht's? Ich kann jetzt keine Motorräder mehr sehen, Alter. Was geht, Porkan? Was geht? Oh mein Gott. Ey, dieses Wetter ist so zum Kotzen. Well, die haben auf jeden Fall krasse Waffen, ja. Wusstest du das, Arthur? Was? Welches GTA Rainbow Miser Mod wirst du mit playen? Als nächstes? Ausgezeichnete Frage. Wahrscheinlich wird es wieder San Andreas sein dann. Aber mit Mirror World und was weiß ich. Wusstest du, dass CJ einen Herzinfarkt bekommen kann, wenn der Fettberg zu voll ist? Das stimmt tatsächlich nicht. Ich habe das einmal versucht zu machen, aber er stirbt tatsächlich nicht an einem Herzinfarkt. Wieso habe ich 2 Sterne? Achso, wir fahren zum Malibu Club. Ja, ehrlich? Achso, okay, weil die Meldung kommt, wenn man ihn zu fett frisst. Nein, nein, das ist einfach nur. Man sagt das. Also, die haben es einfach nur so geschrieben, aber es passiert nicht. Ich habe das tatsächlich einmal ausprobiert. Das ist Bullshit. Alter, es ist doch jetzt so ein schlechter Scherz, Alter. Könnt ihr... Digga, perfekte Scheiße, Alter. Vor allem, die können perfekt fahren bei dem Wetter. Und die Polizisten auch, aber ich nicht. Oh mein Gott, Digga, lasst mich doch in Ruhe, ihr... Alter, es ist doch so ein schlechter Scherz. Oh Gott, sei Dank sind die stuck. Oh mein Gott.
Ey. Oh mein Gott, ey, was ist mit der scheiß Polizei los, Alter? Polizei fuckt mich übelst ab hier, ne? Die Frage ist, wo fahren die hin? Waren die zum Filmstudio oder fahren die zum Taxiunternehmen? Oder sind sie stuck? Sind die stuck? Die sind tatsächlich stuck. Die bewegen sich keinen Millimeter. Gut für mich, ja. Tatsächlich. Oh mein Gott, sind die dumm. $69? Und kriegt wieder 4 Sterne an Nacken. Sehr schön. Ups. Ups. Puppertagen, Krankenwagenmission bei City gemacht. Bei Level 12 hatte ich 1 Stern. Beim Abgeben wurde ich einfach gebastelt. Nein. Oh. Das ist mies. Oh, das ist echt mies, Alter. Das ist scheiße mies, Alter. So ein Bruch 40 Minuten weggeworfen. So eine Scheiße, Alter. Alter, das ist echt ärgerlich. Ich werde da wahrscheinlich sowas von geraged. Bei mir ist aber auch tatsächlich einmal passiert, da war ich auch bei Level 12. Und den letzten Patienten wollte ich dann abholen. Und mich hat dann, Ich wurde dann hinten von irgendeinem Auto gerammt. Und weil mich das Auto gerammt hat, habe ich den Patienten umgefahren. Der ist gestorben. Und dann Mission fehlgeschlagen. Das hat mich richtig zur Weißglut gebracht. Also ich war am Kochen die ganze Zeit, ne? Da war ich so sauer. Sammel doch das Geld ein. So, letzte Mission, Guys. Dann haben wir GTA Titan Vice durchgespielt. Schade nur um die Filmmission und so, aber ganz ehrlich, fuck it. Wenn die es halt verbuggt haben, dann Pech gehabt. Scheiß drauf dann. Dann mache ich mit GTA Fries weiter. Die Telefonmission funktioniert auch nicht. Ja, Fries. Freunde und andere Feinde. What's going on? Tommy! Warum haben die auf einmal so andere Anzüge an? I've had 15 years. Das ist GTA Fries. Das ist genau das gleiche wie GTA Titan Vice, nur halt für GTA 3. Respond to advance
Oh mein fucking Gott. Okay. Oh, weia, willst du es wirklich antun? Aber sowas von. Okay, Guys, die Mission wird hart. Sexy Brille, ja? Dami! Dami! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? On. There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? Verschanzt sich oben links in der Ecke. Ja. Scheiß drauf, ich mach das auf die Scarface-Weise hier. Say hello to my little friend. Oha! Von die Shotgun macht übel Damage. One to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Oh my fucking god. Oof. Okay. Okay. Das ist ziemlich hart, dass sie alle eine Shotgun haben. Tommy! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Ja, das, genau das wollte ich gerade machen, Tony. Genau das wollte ich machen. So kann ich auch machen, ja. Oh mein fucking... Digga, die Shotgun macht übel Damage. Alter, ich... Der schießt schneller als mein fucking Schatten. Oh mein Gott. Das ist... Oh mein fucking Gott. Tommy! What? No big hugs for your butt? Ach scheiße, ich dachte, das wäre mit anzünden. Fuck. Ey, das ist so ein Bullshit. Warum hat jeder von denen eine scheiß Shotgun? Ey, das ist so dumm. Das ist... Okay. Wait a second. Tommy! What? No big... Renn! Renn doch! Gewisse
Aus der Entfernung könnt ihr mich nicht mit einer Shotgun abschießen. Guck mal, das ist 200 IQ Move. Muss ich ins Büro reinrennen oder was? Geh zurück zum Safe und fällt. Ja. Wow. Achso. No one to cover your ass now, hey Tommy! You're going down, you backstabbing prick! Oh, you think so? Oh oh. Warte, warum ist. Fuck! Hä? Hä? Okay, warte, das ist. Hä? Hä? Okay, warte, das ist Bullshit. Hä, warte mal, hä? Ja, Lenz hat anscheinend Eier flattern, ja. Warte, das ist Bullshit. Was ist eigentlich hier die ganze Zeit markiert? Nein. Muss ich ihn jetzt wirklich hinterherfliegen? Wie soll ich ihn in der Luft abschießen? Ich. Oh, warte. Ich kann schießen. Seit wann kann man damit schießen? Das ist auf jeden Fall eine coole Idee, ja? Das hätten wir auch im Original so machen können. Ohne Scheiß. Das ist eine echt geile Idee. Hätten die wirklich im Original so machen können. He's going down right now. Was zum Fick macht hier ein scheiß Polizist, Alter? You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never understood. There is a dance, 19, Sandra, Tati, Saigla. There is a dance, Sandra, Tati. Ooh! Tommy? Oh my God, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III.
You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I ever liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait, does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge. I mean, you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After all, you're a conniving, backstabbing two-bit thief, and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer. I know. Ain't it just beautiful? Per geschlossener Tür.
Sick. Das war doch ein schönes Lied, Alter. EZ, guys. Fucking Z, Alter. Tony 69181 says, you moron, what are you thinking? You moron! What were you thinking? You moron! Ah, natürlich habe ich Sterne. You moron! Nach diesem epischen Sieg der Zeit für Krunker. Mir ist was aufgefallen, Leute. Was wir zusammen als Community spielen können. Kennt ihr das Spiel Bananashooter? Bananashooter kann man sich bei Steam holen. Es ist kostenlos und es bockt unnormal rein. Jens, Ralf und ich haben das schon gezockt. Bananashooter ist geil. Also für die, die halt einen PC haben, leider, ne? Oh mein Gott. Keiner von euch hat einen PC, Mann? Nicht mal einen Laptop? Ich wollte mal kurz schauen, ob die Telefonmission jetzt funktioniert. Kenne ich gar nicht. Ich kann ja mal gleich kurz schnell Bananashooter mal zeigen. Trouble am Check-in. Time to fry. Nope. Das Game trasht trotzdem. Crashed.